Hey, yo Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Friday Stunt Show. Bevor es losgeht, zunächst mal noch ein frohes neues Jahr an die iCrimex Army. Ich hoffe natürlich, ihr habt auf jeden Fall alle richtig geil gefeiert an Silvester und hattet somit richtig viel Spaß. Bei mir war es auf jeden Fall auch richtig krass. Ich hoffe, man hört es mir nicht zu sehr an, dass ich wirklich noch übel zerstört bin. Aber ist ja jetzt auch völlig egal. Ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal mit der Friday Stunt Show und somit auch mit Platz Nummer 5 für diese Woche. Platz Nummer 5 wurde eingeschickt von CryX und er fährt hier auf jeden Fall mit seiner Party in dem Kanal von Los Santos mit richtig schön viel Speed an diese kleine Rampe hier von dieser Auffahrt und macht somit hier einen richtig schönen langen Flug, gleitet hier auf dieses Dach von diesem kleinen Haus, macht dann somit einen Double Bounce und gleitet dann nochmal weiter über das Wasser, macht dann noch einen Triple Bounce an diesen Steg und landet das Teil dann somit richtig schön auf der anderen Seite und auf jeden Fall ein verdienter Platz 5 für diese Woche. Platz Nummer 4 wurde eingeschickt von Network Gate und er nutzt hier diesen Hügel zum Absprung und macht hier auf jeden Fall eine richtig schöne Punktlandung mit seiner Party auf dieses Silo und auf jeden Fall ein richtig schöner Platz 4 für diese Woche. Platz Nummer 4 wurde eingeschickt von GamesPro und dieser Clip hat leider richtig beschissene Qualität, aber das ist völlig egal, Leute, ohne Witz, achtet bitte auf diesen Stunt, hier fährt GamesPro auf jeden Fall mit dem Adder, mit der Spezialfähigkeit von Franklin und nutzt hier diese Chance von diesem Parkhausteil und fliegt hier einfach nur so verdammt lang mit dem Adder und fliegt hier perfekt in dieses Parkhaus ein, Leute, ohne Witz, dieser Clip ist wirklich der Inbegriff von einer Punktlandung, wie er hier wirklich perfekt in dieses Parkhaus reingeflogen ist. Ich werde euch das Ganze jetzt hier nochmal einblenden, es ist wirklich so krass, wie er hier mit seinem Adder in dieses Parkhaus reinfetzt, auf jeden Fall ein richtig geiler Platz 3 für diese Woche. Platz Nummer 2 ist von Runix und er nutzt hier diese Kante zum Absprung, macht direkt danach einen Double Bounce an dieses Schild, gleitet hier richtig schön lang auf dieses Gebäude und grindet einfach auf der Kante, Leute. Er grindet auf dieser Kante von dem Gebäude und landet das Teil dann auf dem Dach des Nachbargebäudes. Ein wirklich schöner Platz 2 für diese Woche. Ja, Freunde, es ist wieder soweit. Wir kommen auch schon zu Platz Nummer 1 für diese Woche. Und dieser Stunt wurde eingeschickt von Yellow. Und hierbei muss ich wirklich sagen, wir hatten bis jetzt noch keinen Kandidaten bei einer Friday Stunt Show dabei, der einen Stunt eingeschickt hat, bei dem er wirklich so weit geflogen ist. Leute, bitte gönnt euch einfach diesen Stunt. Es ist wirklich absolut krass, wie weit er hier fliegt. Und er gleitet wirklich abartig lang. Es ist wirklich ein so geiler Stunt. Und landet das Teil auch noch perfekt auf diesem Kühlturm. Es ist ein wirklich verdienter Platz 1 für diese Woche, Leute. Ohne Witz, ein richtig schöner Platz 1. Das kann ich an der Stelle einfach nur sagen. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Episode der Friday Stunt Show gefallen hat. Wenn ihr so ist, dann prügelt jetzt mal auf den Like-Button ein. Waren auf jeden Fall richtig geile Stunts dabei. Und ja, checkt auf jeden Fall mal alle Kandidaten dabei, die bei der Friday Stunt Show dabei waren. Waren auf jeden Fall, wie schon eben gesagt, richtig geile Sachen dabei. Haben es auf jeden Fall alle verdient, dass ihr mal auf den Kanälen vorbeischaut. Wenn ihr mir in Zukunft auch einen Stunt für die Friday Stunt Show einschicken wollt, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort steht auf jeden Fall alles, was ihr tun müsst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer CryMax.